dass es schon gleich gut aussieht. Ich mache nichts, ich tippe nur ein paar Noten ein und schon sieht alles gut aus. Was will man mehr? Ich habe gewechselt von Sibelius auf Dorico aus einem einfachen Grund. Das Programm macht einfach mehr Spaß. Und habe einfach recht schnell festgestellt, dass es mir enorm Zeit spart. Man muss sich keinen Kopf machen über Layout oder Seitendarstellung oder sowas. Und das ist ja bei Dorico einfach quasi nur ein Knopfdruck und dann steht das alles perfekt genauso da, wie man es haben möchte. Was ich weiterhin bei Dorico jetzt wirklich toll finde und was ich nie wieder missen möchte, ist einfach diese hilfsbereite Community, die man hat. Sowohl im englischen Forum als auch eben in der deutschen Facebook-Gruppe. Ja, ganz groß natürlich auch noch die neue Condensing-Funktion. Unglaublich, was das an Zeitersparnis bringt. Die Schnelligkeit, in der sich Dorico verändert und weiterentwickelt im Vergleich zu anderen Programmen. Da finde ich es schon toll, dass Dorico auch sehr, sehr nah an den Nutzern dran ist. Und weil man bei den Layout-Arbeiten enorm viel Zeit spart. Besonders hat mich das Konzept der Partien überzeugt. Ich kann ganz einfach innerhalb einer Datei mehrere unterschiedliche Sätze und Lieder zusammenfassen. Dass viele Sachen wie von selbst und schneller von der Hand gehen. Das heißt, ich werde entlastet, schneller fertig. Und ich habe festgestellt, dass ich mit dem Programm Dorico viel, viel einfacher vor allem die Layout-Sachen gestalten kann. Und ich auch nach längeren Zwischenpausen, in denen ich kein Notensatzprogramm benutze, wieder schnell reinfinde. Ein Programm braucht, was mir dabei helfen kann, Drumsheets schnell, einfach und intuitiv aufzuschreiben. Nach der Noteneingabe bleiben mir unendliche Layout-Reparaturen erspart, denn Dorico's Kollisionsvermeidung ist unschlagbar. Und was mich auch begeistert, ist, dass ich dort sehr einfach Generalbass eingeben kann, was in keinem anderen Notationsprogramm so funktioniert. Die Noteneingabe bzw. die Möglichkeiten, dass man ganze Phrasen verschieben kann, einfach, dass man Noten verlängern kann. In Dorico sind Stichnoten verknüpft. Weil es im Gegensatz zu Sibelius oder Finale aktiv weiterentwickelt wird. Dorico ist für Musiker gemacht und funktioniert nach dem Prinzip, wie Musiker denken.